Gesundheit braucht Verstand. Und in letzter Zeit haben mich viele Anfragen erreicht. Ich soll noch mal etwas erzählen dazu, wie problematisch es eigentlich ist, wenn jemand im Schlaf Atemaussetzer hat. Ja, Atemaussetzer, das hört sich ja schon mal ganz fürchterlich an. Das hört sich nicht nur für den, der mit demjenigen schläft, fürchterlich an, weil er denkt, wann fängt er denn wieder an zu atmen, sondern wenn jemand im Schlaflabor war und man hat ihm sogar attestiert, dass er Atemaussetzer hat. Also, du hast 25 Atemaussetzer in der Stunde gehabt. Das ist ja der Wahnsinn. 25 Atemaussetzer in der Stunde. Dann denkt der natürlich darüber nach, was bedeutet es denn, Atemaussetzer zu haben. Also, normalerweise, wenn wir nicht atmen, sind wir ja tot. Das heißt, war der 25 Mal jetzt tot in der Stunde? Naja, natürlich nicht, denn Atemaussetzer gibt es so lange, wie es die Menschheit gibt. Es ist sicherlich eine Zivilisationskrankheit, die sich besonders stärker ausgeprägt hat in den letzten 100 Jahren oder 200 Jahren, was weiß ich, kann es nicht genau sagen. Aber Tatsache ist, sie hat es ja immer gegeben. Und die Menschen sind durchaus nicht daran gestorben. Und dass das auch heute nicht so ist, das werdet ihr gleich noch erfahren, weil da hat man auch Untersuchungen gemacht. Aber die erkläre ich etwas später. Aber zunächst wollen wir uns mal überlegen, Atemaussetzer, also hört sich schlimm an. Aber es gibt ja auch Leute, die üben sogar das Atemanhalten, nämlich die Apnoetaucher. Die üben mehrere Stunden am Tag, halten ihren Atem an, die kommen wirklich auf mehrere Stunden, damit sie tief tauchen können, ohne ein Tauchgerät zu benötigen. Also, so ganz problematisch kann das auch nicht sein mit den Atemaussetzern, denn unser Gehirn sorgt ja schon dafür, dass wir irgendwann wieder anfangen zu atmen. Es hat eine sogenannte Arousal-Reaktion, das heißt, es merkt etwas in der Zusammensetzung des Blutes von Sauerstoff und Kohlendioxid, also dieses Verhältnis, das merkt unser Gehirn ganz genau und macht uns dann wach und dann schnappen wir so ein bisschen nach Luft, wir schmatzen zwei, dreimal und dann geht es wieder los mit der Atmung. Also so ganz dramatisch, dass wir daran sterben würden, das ist eigentlich nicht so. Aber es könnte ja durchaus Probleme haben, dass wir uns dadurch schlechter mit Sauerstoff versorgen. Und das wird ja in der Regel sogar nachgewiesen im Schlaflabor. Da wird dann gezeigt, aha, du hattest eine Sauerstoffunterversorgung dreimal in der Nacht oder viermal in der Nacht. Die kam was deutlich unter 90%. Also dein Sauerstoffgehalt im Blut, der da gemessen wird, war deutlich unter einer Norm und das sollte natürlich nicht sein. Die Frage ist natürlich immer, wie lange war er denn unter der Norm und wie oft darf er denn unter der Norm sein, unter natürlichen Bedingungen? Dass sich solche Zustände einstellen können, darüber ist man sich schon im Klaren. Aber unsere Atmung, die funktioniert ja zunächst mal automatisch. Das heißt, wir tun gar nichts dazu, wir müssen da nicht dran denken, sondern wir atmen immer durch. Ich tue das jetzt auch. Beim Sprechen haben wir allerdings eine andere Atmung als die Vitalatmung, die wir normal durchführen, wenn wir nicht schlucken und nicht sprechen. Das sind übrigens so zwei Aktivitätsformen, Schlucken und Sprechen, die Atmung ganz anders, man könnte sagen, ganz anders leiten, weil die setzen sich über die Atmung und machen mit der Atmung was anderes, als sie normal machen. Wenn ich jetzt spreche beim Atmen, dann brauche ich natürlich auch Luft. Aber jetzt nehme ich die Atemluft teilweise auch durch den Mund auf. Ansonsten sollte sie ja immer durch die Nase aufgenommen werden. Also, wenn ich jetzt Atemaussetzer habe im Schlaf und bin tatsächlich tagesmüde, das ist ja so der klassische Test und die erste Frage, sind Sie tagesmüde? Dann ist, wenn ich also morgens aufstehe und fühle mich immer noch kaputt und müde, das ist natürlich nicht gut und Tagesmüdigkeit ist gar nicht gut, denn wenn ich Auto fahre, dann kann ich natürlich einnicken, Sekundenschlaf, Sie kennen das alle, und dann ja, könnte ich einen Unfall auslösen. Diese Probleme bestehen natürlich und die wollen wir auch nicht haben. Aber die Frage ist, wie löst man die denn jetzt? In der Regel wird es gelöst, wenn eine gewisse Auffälligkeit da ist, mit Atemaussetzer im Schlaf dadurch. Und man sagt, ja, du bekommst jetzt ein Gerät,
Das setzt du nachts auf, also eine Maske, die setzt du nachts auf, eine CPAP-Maske, BIPAP-Maske, was auch immer, die setzt du nachts auf und dann hilft dir das Gerät bei der Atmung. Das pustet dir nämlich ständig Luft durch die Nase in den Rachen und dadurch wird das schlaffe Gewebe beiseite gepustet, also das schlaffe Gewebe, was die Atemwege versperrt. Das nennt sich obstruktive Schlafapnoe. Da ist etwas, was da hinten zumacht, so das pustet das beiseite. Und ja, dann kann ich wieder atmen. Das ist so die klassische Methode, die sehr gerne angewendet wird, aber mit der gar nicht so ganz viele Leute dann zurechtkommen. Die sind gar nicht so glücklich damit. Die haben das zwar, aber sind nicht so glücklich. Es gibt aber durchaus große Gruppen, die sagen, das ist der Hammer, das ist klasse, das wollen wir auch immer anwenden und es wird besungen und gelobt. Man glaubt es gar nicht. Man muss es aber anwenden und das muss man verstehen. Und das ist die große Krux an der Methode. Man muss es tatsächlich ein Leben lang anwenden. Es ist eine rein symptomatische Therapie. Das heißt, es sucht noch nicht mal jemand nach den Ursachen, um festzustellen, warum hat er jetzt Atemaussetzer, sondern es wird das Gerät genommen, angewendet und man kommt ein Leben lang nicht mehr davon los. Also bis zur Bahre tragen und immer wieder erneuern. Ein Riesenkostenfaktor, im Übrigen für das Gesundheitswesen, ein Riesenkostenfaktor mit ständigen Folgekosten. Was müsste man zumindest machen, wenn jemand diese Atemaussetzer hat, grundsätzlich bevor man so eine aufwendige Geschichte einleitet, die ein Leben lang nicht mehr loslässt, man müsste sich doch mal angucken, warum hat er diese Atemaussetzer? Das tut man ja auch. Aber dann sind es in der Regel nur so Auffälligkeiten, so äußere Auffälligkeiten, die die Körperfülle angehen. Also, du bist zu dick und deswegen hast du Atemaussetzer. Nimm mal ein bisschen ab und dann wird's besser. Naja, das ist wahrscheinlich einer der Gründe, der geringsten Gründe. Denn es schnarchen genauso viel Dünne und es haben genauso viel dünne Atemaussetzer wie Dicke. Die Dicken, die sie so richtig aufgeladen haben, die sind durchaus stärker betroffen, das kann durchaus sein. Aber ob sie das dann wegbekommen, wenn sie abnehmen, das ist eine ganz andere Frage und das bestätigt sich häufig gar nicht so. Nicht mal nachgesehen wird, aber wie der Mensch atmet. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor, denn wie ich atme, dadurch löse ich ganz bestimmte Anregungsmechanismen aus. Also wir haben so Sensoren quasi in unserem Mund und Rachenraum und in der Lunge und in der Nase, also alles, was so mit der Atmung in Verbindung steht, da gibt es eine Sensorik und diese Sensorik meldet unmittelbar zu meinem Gehirn und das Gehirn löst Reaktionen aus, die meine Atmung beeinflussen. Also in der Lunge gibt es zum Beispiel einen Lungendehnungsreflex, Henning-Breuer-Reflex heißt der. Dann gibt es chemische Reflexe, dass unser Blut immer gleichmäßig mit Sauerstoff und CO2 angereichert ist. Also das steht immer in einem gleichmäßigen Verhältnis, diese beiden Einflüsse. Und die, wenn der Sauerstoffgehalt überwiegt, dann wird unser Blut alkalisch, also dann setzt sich der Säuregehalt zu stark herunter und wenn der CO2-Gehalt erhöht wird, dann setzt sich der Säuregehalt hoch. Das heißt, wir haben in beiden Fällen haben wir Schwierigkeiten, wenn diese beiden Systeme sich nicht ergänzen, sich nicht gleichzeitig abstimmen, wie sie denn im Blut vorhanden sein müssen. Und das erreichen wir nur über Respiration, also über die Atmung, dass dieses Mischungsverhältnis so eingestellt ist, wie es denn sein muss. Also, es sind eine ganze Menge Wirkungen, die die Atmung beeinflussen. Und die müssen wir natürlich berücksichtigen, die müssen wir natürlich bedenken. Und selbstverständlich habe ich bei einer Mundatmung diese Anregung nicht, sondern nur bei der Nasenatmung, denn die Nasenatmung ist die natürliche Atmung. Aber wenn das alles nicht untersucht wird, kommt man immer zum gleichen Ergebnis, CPAP-Gerät, ein Leben lang anwenden und dann war's das. Und der arme Patient, der macht das mehr oder weniger folgsam, weil er Angst hat davor, dass ihm was passieren könnte. Diese Angst ist unberechtigt, kann ich euch sagen. Es ist eine
die größten Untersuchungen, die gemacht worden sind, also sogenannte Metastudien, man hat aus verschiedenen Ländern hat man Studien zusammengetragen, auch von ganz unterschiedlichen Untersuchungsbereichen, also aus unterschiedlichen Krankenhäusern quasi, hat man Untersuchungen zusammengetragen von Menschen, die mit CPAP-Gerät versorgt worden sind und vorher schon Erkrankungen hatten. Man hat also bewusst Patienten ausgesucht, die vorher schon einen Schlaganfall hatten oder die Herzinfarkt hatten, so richtig schwere, handfeste Erkrankungen hatten, weil man hat gesagt, ja, denen wirkt das CPAP-Gerät ja am besten, weil Atemaussetzer, Schlaganfall, Herzinfarkt wird häufig in Verbindung gebracht und das gucken wir jetzt mal nach, dann können wir das vielleicht bestätigen. Aber nein, es hat sich nicht bestätigt, sondern das Gegenteil war der Fall. In der Gruppe, die kein Gerät angewendet haben, also man hat natürlich die Gruppen halbiert, und die kein Gerät angewendet haben, sind weitaus weniger gestorben als in der Gruppe, die ein Gerät angewendet haben. Insofern, also die Aussage, dass hier das Herz-Kreislauf-System stabilisiert wird, dass der Schlaganfallgefahr vorgebeugt wird, da müssen wir gleich sagen, das stimmt nicht. Wenn was übrig bleibt, dann ist es vielleicht das bessere Ausgeschlafensein am Tag, weil weniger Atemaussetzer natürlich bedeuten, dass ich weniger aufwachbar in der Nacht. Aber das müsste man eigentlich zunächst mal anders regeln und nicht gleich mit Kanonen nach Spatzen schießen, also mit so einer Maschine daran gehen, dass der jetzt ein Leben lang davon abhängig wird. Warum sind in der Gruppe mehr gestorben, die CPAP-Gerät angewendet haben? Die Frage ist offen geblieben und wird natürlich spekuliert, warum das so sein könnte. Ich meine, es liegt daran, dass das Atemsystem auf den Kopf gestellt wird. Es funktioniert plötzlich nicht mehr so, wie die Natur es vorgesehen hat. Man greift ein mit einer Krücke und das muss immer schief gehen. Ich könnte das auch noch mal genauer erklären, aber ist an dieser Stelle gar nicht nötig. Das kann erstmal so reichen. Ja, das zu der Problematik Atemaussetzer bezieht sich übrigens auch auf Schnarchen. Das gleiche Problem, das gleiche Ursachenproblem ist beim Schnarchen ja auch. Nämlich bei den Ursachen handelt es sich immer um schlaffe Muskeln, schlaffes Gewebe im Mund- und Rachenraum, was die Atemwege mehr oder weniger versperrt. Und dann schnarche ich entweder, wenn es ein bisschen zu ist, oder ich habe Atemaussetzer, wenn es zu stark in die Atemwege hineingefallen ist, also das schlaffe Gewebe die Atemwege zu sehr blockiert hat, dann habe ich auch Atemaussetzer. Ja, man kann das wunderbar beheben, indem man ein Trainingsprogramm macht, um dieses schlaffe Gewebe zu stabilisieren und um den Funktionsmechanismus anzuregen. Also es geht gar nicht nur um das Gewebe, sondern es geht um einen komplexen Funktionsmechanismus, der stabilisiert werden muss. Und das machen wir, empfehlen wir grundsätzlich die Faceformer-Therapie. Ihr wisst, wir haben die entwickelt, Reklame in eigener Sache von mir aus, aber ich wüsste keine Alternative dazu, die ähnlich wirksam funktioniert. Und jetzt muss jeder entscheiden, macht man solch ein Training, was eigentlich schon ein bisschen Aufwand ist, aber im Verhältnis zur Anwendung einer Maschine ist es ein Nichts. Es sind nur wenige Minuten am Tag, die ich trainieren muss. Und ihr wisst, nur durch Training verändere ich Spannung in der Muskulatur. Nur durch Training kann ich meine Armmuskulatur verbessern. Ansonsten nutzt mir das nichts. Es nutzt keine Maschine dafür. Es nutzt keine Schienung. Es nutzt nur Training. Ja, und das müsst ihr einfach mal berücksichtigen. Und ich kann auch sagen, macht das, um diese Abhängigkeit nicht entstehen zu lassen. Macht es intensiv und ihr werdet feststellen, es funktioniert auch. Ja, danke. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte liken, an Freunde und Bekannte weitergeben und schreibt einen Kommentar unter das Video. Wir antworten ja gerne. Gibt es auch noch den Klingelknopf, den könnt ihr auch anklicken. Dann werdet ihr immer daran erinnert, wenn wir ein neues Video senden. Tschüss für heute.